Beim What's Next Faktencheck hat gleich Stefan genau 12 Sekunden Zeit, um auf die Fragen von unseren Schülerinnen und Schülern zu antworten. Das ist wenig Zeit. Ich hoffe, du bist bereit. Denn hier, ich versuch's. Denn hier kommt schon die erste Frage. Wie nachhaltig ist euer Betrieb oder habt ihr Probleme mit der Energiewende? Wir haben ein bisschen Probleme, Aufträge in dem Bereich reinzukriegen, weil die Materialien sehr teuer momentan werden oder sind. Deshalb sind wir momentan nicht so gut da. Also für unseren Betrieb tut es nicht gut, die Energiewende momentan. Wie ist es bei Wind und Wetter zu arbeiten? Man kann es, es ist für jeden Menschen ist es unterschiedlich. Der eine empfängt es bei der Sonne draußen gut zu, gefällt es ihm gut, aber bei manchen Sachen, man kann auch drinnen gehen, nach reingehen, wenn Baustellen sind, wo es in Bereiche gibt. Haben Sie Frauen bei Ihnen im Betrieb? Ja, meine Frau ist zum Beispiel die Bürokraft bei uns im Betrieb. Die ist für das ganze Kaufmännische im Betrieb tätig. Was ist euch wichtig in einem Vorstellungsgespräch? Wie bitte? Was ist euch wichtig in einem Vorstellungsgespräch? Für mich ist wichtig, wenn ich ein Zeugnis erstmal sehe in einer Bewerbung, wie viele Fehltage entschuldigt oder unentschuldigt sind. Dann wird eine kleine Rechenaufgabe mal gestellt. Die Noten interessieren erstmal gar nicht. Am besten Praktikum machen bei uns im Betrieb. Im Vorfeld. Wie viel verdient man als ausgebildete Maurer, Maurerin? Also im Junggesellenjahr heißt das 18,50 Euro. Kriegt man die Stunde mit dem Stundenlohn und 30 Tage Urlaub und so weiter. Das ist so der Bereich als Junggeselle. Maurer, Maurerin mit körperlichen oder gesundheitlichen Einschränkungen, geht das überhaupt? Schwierig. Es ist schlecht umsetzbar auf einer Baustelle, muss man ganz fairerweise sagen. Kommt immer darauf an, was für eine Behinderung der hat oder sie oder divers. Kann man so nicht sagen. 6 Fragen, die einfach so aus dem Bauch rauskommen und die Antworten waren ja auch da. Ich glaube, es lohnt sich in jedem Fall einfach mal zu gucken, könnte das für mich sein. Genau. Wie kann ich denn auf euch zugehen? Anrufen, ganz einfach anrufen. Oder bei uns vorbeikommen. Meine Telefonnummer steht an jedem Auto dran. Also wir sind immer irgendwo vertreten. Beim Ort und Nummer sprechen. Ja, sehr cool. Sehr direkt. Der einfachste Weg ist der Weg zum Chef über die Telefonnummer. Ja, und ich habe auch das Gefühl, man kann mit dir gut sprechen. Also vielen Dank, dass du da warst.